der Nacht zum 4. August schlägt das Herz der Leichtathletikerin Theresia Kiesel unter der Kehrseite ihrer Medaille, die nun aufreizend vor ihrer Brust baumelt. Auf dieser Sportanlage begann Theresias Karriere, die immer als eher unauffällig galt. Der ehemalige Platzwart erinnert sich. Ja, bin ich ein bisschen überfragt. Tja, typisch Theresia, bescheiden und unauffällig. Aber auch in dieser Frau steckt ein Mensch. Der Sport heute auf den Spuren von Theresia Kiesel. Geboren wurde sie vor fast 33 Jahren in Salensbach, einer kleinen oberösterreichischen Gemeinde, nur wenige Kilometer von Putzleinsdorf und Vorderweißenbach entfernt, aber doch viele Kilometer von Brunn am Gebirge, wo sie übrigens noch nie war. Ihre Geburt war dennoch kein Zufall, denn sie geschah am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, der auch seither immer an ihrem Geburtstag gefeiert wird. Eine Ehre, die schon dem bereits jungen Kind im Bereich Verantwortung eine kräftige auflegte. In diesem Dress hat Theresia ihr erstes Rennen bestritten. Kaum zu glauben, dass sie unter diesen widrigen Umständen schon Spitzenzeiten gelungen sind. Gefragt nach ihren Hobbys antwortet Theresia zumeist Blumen. Eine Antwort, die man erst dann richtig verstehen kann, wenn man sich anschaut, wie schön Blumen sind. Außerdem ist sie Hausfrau und Mutter von zwei Kindern, womit sie eindrucksvoll beweist, dass auch Frauen Kinder bekommen können, ohne dass sie deswegen schlechter sind. Genauso wie die legendäre Kaiserin Maria Theresia, die mit Theresia Kiesel auch einen gemeinsamen Vornamen gemeinsam hat, nämlich Theresia. So sieht Theresia Kiesel also als Mensch aus. Und obwohl sie gerade bei einem Meeting in Tokio am Start steht, hat sie sich für uns ein wenig Zeit für ein Telefoninterview genommen. Theresia? Hallo? Ja, Theresia, Sie gelten als eher unauffällig. Drängen Sie sich gern in den Vordergrund. Nein. So ist sie eben, unsere Theresia Kiesel. Und auf diese Art hat sie uns Österreichern die Olympischen Spiele zwar nicht vergoldet, aber immerhin verbronzt.